Devin, bleib da. Devin. Mach die Augen auf, Junge. Alles in Ordnung? Was ist passiert? Er hat irgendwas am Kopf abbekommen. Devin, wach auf! Augen aufmachen! Was ist denn nur los? Devin, mach die Augen auf! Bleib bei uns! Schön die Augen offen halten! Alles in Ordnung. Ganz ruhig, einfach liegen bleiben. Weißt du, wie du heißt? Bringt ihn nach unten. Schön langsam, Devin. Gruselig. Dieses Schiff ist scheiß lebensgefährlich. Fühlst du dich wieder normal? Mir ist total schwummerig. Still? Immer noch? Es ist erst wenige Tage her, dass die Küstenwache einen Decksmann ausfliegen musste. Ich frag mal einen Arzt, was der dazu sagt. Ich bin eigentlich kerngesund. Bis auf das Umkippen an Deck. Devin Davis ist das neueste Crewmitglied auf dem 41 Meter langen Schiff. Für ganze 3 Minuten hat er das Bewusstsein verloren. Wir halten ihn wach. Er sitzt in der Kombüse. Es passt ständig jemand auf ihn auf. Dann bis in 4 Stunden. Er sagte was von Gleichgewichtsstörung. Vielleicht hat er was Falsches gegessen, unterzuckert, ausgerutscht. Ich hatte in dieser Saison bereits genug Herzattacken. Und es liegt noch massig Arbeit vor mir. Im Augenblick will ich nicht, dass er an Deck geht. Wir müssen sehen, wie es sich entwickelt. Wir überwachen ihn. Sein Puls und sein Blutdruck sind normal. Die Pupillen auch. Das Fischen macht normalerweise Spaß. Ich genieße es. Aber vielleicht muss ich die ganze Sache noch mal überdenken. So viel Pech auf einmal hatte ich noch nie. Wir können es uns nicht leisten, mit einem Mann weniger zu arbeiten. Seid ihr soweit? Dann legen wir mal los. Ist hart, den ganzen Tag bloß rumzusitzen. Aber ich verstehe, dass er sicher gehen muss, dass es mir gut geht, bevor er mich wieder raus zum Arbeiten schickt. Devin möchte wieder raus, aber der Arzt hat gesagt, 24 Stunden warten. Und die halte ich natürlich ein. Nach mehreren Verzögerungen kann Kapitän Rip Carlton endlich auf die Suche nach den goldenen Königskrabben gehen. Wenn auch vorerst mit einem Mann weniger. Here we go. Okay, come on. Was haben wir? Here we go. Das nimmt mir den Wind aus den Segeln. Von denen werden wir keine behalten können. Da hatte ich auf mehr gehofft als auf eine. Kein Wunder, dass da keine drin sind. Was ist das denn?
Repariert das. Roger! Mein Knöchel hat geknackt. Ich bin mit dem scheiß Knöchel umgeknickt. Tut tierisch weh. Cameron, alles klar? Weiß ich noch nicht. God dang it. Verdammt, das gibt es doch gar nicht mit seinem Knöchel. Echt jetzt? Seriously? Komm kurz rein. Cameron nicht an Deck zu haben, ist nicht gut. Der ganze Ablauf verändert sich mit einem Arbeiter weniger. Der Mann, der den Haken wirft, kann nicht an den Sortiertisch gehen. Ich plane aber genauso. Das ist doch Mist. Tender? Ist das empfindlich? Right there? Yeah. That's already swollen. Schwillt an. All right, get it up. Pack so schnell wie möglich Eis drauf. Sorry, Rip. It's all right. Schon gut. Dummer Fehler. Erst verlieren wir Devin und jetzt ist auch noch Cameron angeschlagen. Das ist doof für alle. Aber wenn er rausgeht und der Fuß weiter anschwillt, ist das erst recht kacke. Milde ausgedrückt, enttäuschend. What is this? Also, was tun? Es gibt da noch eine weitere Erhebung, weiter draußen, sehr viel tiefer. Mit zwei Mann weniger ist das kaum zu schaffen. Aber wenn eine Truppe das kompensieren kann, dann diese. Wird allerdings eine Mordsarbeit.